Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu City Skylines mit unserem schönen Blick oder mit einem schönen Blick auf unsere neue Stadt am Strand, die jetzt aber auch noch ein bisschen warten muss. So, und ich habe hier ja noch die ganzen Industriegebiete noch das letzte Mal freigegeben. Jetzt merke ich aber gerade, die werden gar nicht so benötigt. Zumindest hat sich noch niemand hier angesiedelt. Aber wir müssen uns ja heute heute ums Gewerbegebiet kümmern, und wir brauchen unbedingt Arbeitsstellen. Darum wird jetzt wahrscheinlich auch die Nachfrage nach Wohngebieten bald steigen. Hoffe ich zumindestens. Ey, wir brauchen echt... Hey, aber die Bildung kann doch nicht so schlecht sein. Nee, das ist eigentlich alles im grünen Bereich. Moment. Oh, Oberschule? Ist auch im grünen Bereich? Na, okay, da könnte es besser sein. Da könnten wir noch einen bauen. Da bauen wir doch jetzt gleich nochmal eine. Wenn wir schon dabei sind, hauen wir noch eine dazu. Gut, universitätsmäßig schaut es auch wieder nicht ganz so super aus. Da könnten wir auch noch was tun, aber wir bräuchten mehr Geld. Oh, wir haben ja schon wieder fast... Ah, wir brauchen hier oben echt eine Uni. Wir haben halt gar keine Uni da oben. Das gibt's ja nicht. Das brauchen wir noch. Und da können wir auch noch eine gebrauchen. Ja, und da unten eigentlich auch schon wieder... Nein, wir brauchen so viel Geld. Okay, ich baue jetzt erstmal... Am wichtigsten ist erstmal da oben eine. Die werde ich jetzt dann noch bauen. Universität... So, und die klatschen wir wohin? Wie viel kostet die überhaupt? Hey, ich habe fast... Oh, 75.000. Ich brauche 75.000. Gut. Machen wir die denn hin? Besten da, wo wir nicht so viel abreißen müssen, natürlich wieder. Obwohl die ganzen Bewohner ja dann auch wieder nachkommen. Hey, wir haben doch jetzt genug Geld. Warum kann ich das denn so hinbauen? Ach so, kein Platz. Oh. Ah, da oben kann ich es auch hinbauen. So, sehr schön. Und alle frohlocken, sogar die im Industriegebiet, warum auch immer, verstehe ich nicht, komisch. Und wir müssen Gewerbegebiete organisieren. Gewerbegebiete, und ich glaube, wir machen die Gewerbegebiete neben die Bürogebiete, die wir hier bei unserem Konferenzzentrumsabteilungsgedöns geplant haben. Obwohl da so viel, genau, aber da haben wir ja kein Geld. Wir wollten ja hier eigentlich nochmal ein bisschen mehr hinbauen, aber wir haben, wie schon gesagt, kein Geld. Dann werden wir das jetzt mal trotzdem ändern. Wir werden jetzt das Industriegebiet einfach... Industriegebiet. Das Bürogebiet einfach erweitern. Und da dann Gewerbe dran bauen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Abzweigungen. Eigentlich genug. Aber egal. Das ist ja sowieso... Hier ist ja der Verkehr nicht ganz so heftig. Ich hätte wahrscheinlich den Kreisel hier gar nicht gebraucht. Aber trotzdem. Zack. So. Da. Nee, das lassen wir lieber so. Okay, dann lassen wir hier mal. Lasst uns mal Gewerbe freigeben. Dann haben wenigstens die Leute hier auch nochmal einen zusätzlichen Grund, hierher zu kommen. Da, 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 da. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder das Falsche anmal. Das weg, das weg, das weg. So, jetzt passt alles. Sehr schön. Okay, Nachfrage sinkt wieder. Wir haben wieder... Oh, wir bekommen endlich wieder Zuwachs. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und da unten, wie schaut es mit den Arbeitern aus? Da schaut es immer noch schlecht aus. Die brauchen unbedingt Arbeitskräfte. Aber ich hoffe, das können wir mit unseren zusätzlichen Universitäten ausgleichen, obwohl ich kaum glaube, dass es an der Universität liegt. Ich meine, die werden ja wohl kaum hier irgendwelche Studierenden aufnehmen. Was brauchen die denn hier? Ungebildete. Ja, genau. Und zwei Hochgebildete. Was? Moment. Sind die da oder? 13 verfügbare Arbeitsstellen. Moment mal. Ungebildet. Die brauchen 16 Ungebildete. Und. Hä? Aber die nehmen auch Hochgebildete. Okay. Wie auch immer. Na gut, solange sie dann überhaupt jemand nehmen. Oh, da muss ich jetzt mal schauen, dass das mit dem Verkehr noch passt. Da schaut es nämlich schon langsam heiß aus. Und ich wollte ja sowieso testen, wie das hier funktioniert. Mit den ganzen Einbahnstraßen, die ich hier geplant habe. Aber es schaut im Moment gut aus. Wo fahren die denn jetzt hier hin? Die fahren da rauf. Okay. Das Doofe ist halt, jetzt wird die äußere Straße im Prinzip ja überhaupt nicht genutzt. Die ist jetzt ziemlich nutzlos. Obwohl, warte mal, wenn die jetzt von der anderen... Wartet mal. Die fahren hier lang.
Ja, okay, wenn sie durchfahren wollen, dann können sie natürlich trotzdem da lang. Aber im Großen und Ganzen ist die Straße echt sinnlos. Fällt mir gerade so auf. Ja gut, wie lange habe ich jetzt gebraucht, um das rauszufinden? Aber eigentlich im Prinzip habe ich so richtig gelöst. Nur könnte ich die Straße halt wieder abreißen. Nein, kann ich nicht. Moment mal. Moment mal. Jetzt fällt mir was auf. Da funktioniert was nicht. Genau, weil da habe ich jetzt den Kreisel drin. Das da oben wird ja gar nicht genützt. Dadurch, durch meine Machenschaften, sage ich jetzt einfach mal. Das werden wir jetzt aber gleich mal ändern. So, da runter. Na, das klappt nicht. Wir müssen mal halt in die Richtung biegen. Nein, nicht in die Richtung. Hey, wieso kann ich den jetzt hier nicht bauen? Okay, Moment. Nope. Und zack. So, das sollte doch jetzt so helfen. Ich hoffe, jetzt ist hier keine Ampel entstanden. Nee, ist sie nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay. Genau. Das war nämlich der Fehler an der ganzen Sache. Die sind nämlich hier, die fahren jetzt im Prinzip hier rein. Da. Fahren hier und fahren hier sozusagen wieder auf der äußeren Spur raus. An sich gar nicht mal. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Aber das obere wird dann halt überhaupt nicht genützt. Beziehungsweise so könnte ich ihnen noch die Möglichkeit offen lassen. Nein, das machen sie ganz sicher nicht. Das ist ja rein schon rein logisch. Würden die das nicht machen. Dann müsste ich, wenn dann hier eine Autobahn bauen. Weil warum sollten die denn die Einbahnstraße benutzen, wo sie 60 fahren dürfen, wenn sie daneben eine Autobahn haben? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und wir verlieren schon wieder Wieso verlieren wir denn schon wieder Einwohner? Hätte er viel Wasser? Kann doch nicht sein. Oh. Das gibt's ja nicht. Das ist ein kleines Gebiet, was ich einfach vergessen habe, mit Wasser zu versorgen. Hier aber ohne Witz jetzt. Okay. Warum verlieren wir Einwohner? Nochmal. Wir müssen nochmal hier zurück. Also. Lasst uns das nochmal überdenken. Wir haben hier unsere eine Straße. Die fahren hier lang, da lang, da lang, da lang. Dann können sie wieder da drauf. Das heißt, die Straße ist sinnlos. Dann reißen wir die jetzt aber auch ab. Sinn macht die ja erst wieder da oben, wo ich jetzt die neue Straße gebaut habe. Das da, genau. Okay, dann hätte ich das vielleicht gar nicht so verrückt bauen müssen. Aber ich lasse das jetzt einfach so. So. Und da können die jetzt wieder hier direkt runter und auf die Autobahn. Genau, das heißt, wir bräuchten hier eigentlich ab hier Autobahnstraßen, damit das Ganze reizvoll für die Leute wird. Dann hätte ich das auch gar nicht so verrückt bauen müssen. Ist jetzt richtig so, wie ich mir das vorstelle? Das kommt mir ein bisschen verrückt vor. Ehrlich gesagt, sowas habe ich noch nicht ausprobiert. Weil die Straßen sind doch total sinnlos. Und die werden auch, wie ihr seht, überhaupt nicht genützt. Okay. Was macht der da? Okay, der fährt da auch nicht lang. Ich probiere mal was aus. Ich reiß das jetzt alle. Das ist echt. Was habe ich da nur für ein Bullshit gemacht? Weil der Kreislauf ist ja ab hier sowieso geschlossen. Theoretisch. Also nein, nicht theoretisch. Wir kommen hierher, die fahren da lang, fahren da durch, fahren da und fahren da wieder zurück. Genau. Und jetzt bräuchten wir hier... Eigentlich könnte ich es so lassen auch. Solange es nicht zu Verstopfungen führt, könnte ich das ja so lassen. Hier könnte es halt wieder zu Problemen kommen, aber momentan schaut es nicht so danach aus. Schaut aber danach aus, als würden wir Dorfbewohner verlieren. Dorfbewohner? Falsches Spiel. Nee, aber als würden wir Bewohner verlieren. Also richtig krass, weil wir waren ja schon mal über 45.000 und ich weiß nicht, an was es gerade liegt.
Gewerbegebietzufriedenheit? Die Zufriedenheit ist ja relativ hoch. Oh, was ist denn das da eigentlich? Ach, da ist ja noch, stimmt. Oh, da steht der Verkehr. Hey, das gibt's ja nicht. Hier eskaliert es wieder. Da müssen wir echt nochmal was machen, Leute. Da müssen wir echt nochmal was machen. Was könnten wir da organisieren? Da sind halt wieder diese sechsspurigen. Soll ich mal versuchen, hier die sechsspurigen wieder in einspurige zu verwandeln? Also, hier auf einspurig zu bauen? Ich probiere es jetzt mal kurz aus. Ob sich das dann löst. Und ein bisschen, ich lasse mal kurz schneller laufen. Ja, okay, der Verkehr ist schon flüssiger. Das hat sich gerade irgendwie total versaut angehört. Der Verkehr ist flüssiger. Das sollte nicht so klingen. Hä, hey, warum ist das hier rot? Hier sind überhaupt keine Autos unterwegs. Totaler Schwachsinn. Da läuft alles, da läuft alles. Ich check jetzt gerade nur mal wieder mal ein bisschen so unseren Verkehr. Da läuft es eigentlich auch. Da ist halt die Autobahn ist halt extrem befahren. Vor allem hier. Okay, ich check das jetzt nochmal kurz von der rein von der Logik. Da fahren die hier drauf. Da können sie runterfahren. Wir hätten natürlich hier auch einfach ein Kleeblatt reinbauen können wieder. Soll ich ein Kleeblatt reinbauen? Nein. Oder? Oder doch? Ein Kleeblatt wäre natürlich nicht nur schöner, sondern auch zweckmäßiger. Ich glaube, ich baue ein Kleeblatt rein. Ja, 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 das mache ich jetzt. Das tue ich jetzt. So. Da mache ich zwar meine ganze verrückte Konstruktion kaputt. Aber ich glaube, das lohnt sich. Muss ich nur wieder die Anbindungen richtig finden danach. Gott, was mache ich schon wieder für verrückten Mist? So. Okay. Das ist noch zu weit weg. Da müssen wir noch was abreißen. Gut, dass wir das Gebiet da hinten gekauft haben, weil sonst hätte ich da wahrscheinlich jetzt das gar nicht reinklatschen können. Oh, die Hochspannungsleitung müssen wir sowieso abreißen. So. Ja, der jetzt funktioniert. So. Moment, warum geht... Ah, Moment, da unten reiße ich jetzt das noch ab. So, da müsste es doch klappen. Genau, das schaut gut aus. Zack. Warum habe ich da jetzt ein Kleeblatt reingebaut? Ich hätte eigentlich auch eine ganz normale Dreibahnkreuzung reinbauen können. Aber nö, ich lasse das so, weil dann können wir theoretisch noch darauf in das Industriegebiet bauen. Dann haben wir da oben noch eine Möglichkeit und theoretisch können wir es ja dann trotzdem noch abreißen. Ich habe immer gerne ein paar zusätzliche Möglichkeiten offen. Besser als hier andersrum, zu wenig Möglichkeiten. So, jetzt verbinden wir nochmal kurz alles wieder richtig vor allem. Wo geht's denn hier lang? Das ist... Okay, ich hätte auch einfach beobachten können, wie die Autos fahren. Aber nein, das ist viel zu einfach. Zack. Und... Ah, da reiße ich jetzt mal die Straße ab. Dann kriege ich vielleicht eine bessere Kurve hin. Oder nicht. Oder es funktioniert gar nicht. Doch. So funktioniert das besser. Oh, nur in die falsche Richtung. So. Okay. Okay. Passt. Ich brauche ja wahrscheinlich sowieso mehrere. Das da oben wahrscheinlich auch noch. Hier für die auswarten. Gut. Also, nochmal. Wir haben jetzt hier... Oh, da müsste ich fast nochmal einen Kreisel reinbauen. Oder wir bauen das hier hinten an. Da weiß ich auf jeden Fall, war die Ausfahrt. Da baue ich jetzt einfach direkt... Kann ich da direkt eine Autobahn hinbauen? Also so. Das dann funktioniert. So, und die Einfahrt, die dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht gleich daneben hinsetzen. Da kommen die von unten. Die fahren da dann hin, okay. Soll ich mit einer Ausfahrt, soll ich die Ausfahrt hier verbinden? Die fahren hier rauf. Da kommen... Nee, das ist Schwachsinn. Die fahren ja hier runter. Die Einbahnstraße geht ja runter, genau. Und die geht da rauf. Wenn, dann müsste ich es von hier nehmen. Nee, das lasse ich lieber. Nein,
Oder ich reiß das hier ab und verbind einfach. Genau, warum mache ich es eigentlich nicht so? Moment. Ja. So nicht. Zack, zack. Und verbind einfach die Ausfahrt mit der hier. Zack, genau. Und da, von da, genau, da kommen die. Die fahren dann hier drauf. Dann haben wir wieder die Ausfahrt. Die fahren hier ab. Oh, das ist nicht gut. Das wollte ich ja eigentlich, genau, das ist ja eigentlich das, was ich vermeiden wollte. Entweder muss ich jetzt die Ausfahrt hier verändern oder die hier. Und von unten kommt, oh Gott, Leute, was habe ich da damals gebaut? Ich blick gerade selber nicht mehr durch. Von da unten kommen Autos. Ich müsste eigentlich, ja, wenn ich das hier weiter unten einleite, die Ausfahrt und die Einfahrt müssen halt relativ weit auseinander sein, weil sonst stehen die sich wieder gegenseitig im Weg. Das wollte ich ja eigentlich jetzt mit der ganzen Aktion verhindern. Und natürlich die Autobahn auslasten. So, das reißen wir mal ab. Von da kommen die. Und da kommt die Einbahnstraße. Die geht dann hier rauf. Die ist verrückt. Das ist doch verrückt. So, genau. Dann haben wir hier nochmal eine Zufahrt. Und von da kommen die. Und genau, das gefällt mir hier noch nicht so. Das ist jetzt auf jeden Fall schon wieder angebaut. Jetzt ist wahrscheinlich gleich. Das ist doch verrückt mit der Einbahnstraße da unten. Aber die muss ich natürlich mit den Einbahnstraßen da unten, muss ich ja auch irgendwie klarkommen. Ich kann die ja nicht einfach abreißen. Darum brauchen die hier auch noch eine Verbindung. Das gefällt mir halt nicht. Entweder das hier gefällt mir nicht oder das hier noch nicht. Ich weiß nicht, ich kann mich noch nicht entscheiden. Oh, und ich könnte mal. Nein, weiterlaufen lasse ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt die Verbindung hier weiter unten anbringe, würde das reichen. Oder ich bringe die Verbindung weiter hier an. Aber da kommt ja hier auch noch die Zubindung. Aber das wäre wahrscheinlich insgesamt intelligenter. Das dürfte auf jeden Fall nicht auf einer Linie sein. So, ich reiß das mal ab. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Dann hätte ich das jetzt gar nicht hier so bauen müssen. Okay, ich muss noch was abreißen. So, ich will hier in die Richtung bauen. Dann will ich, genau, hier drauf. Auf die Straße. Aufs Industriegebiet. Mit dem, das will ich natürlich hier wieder verbinden. Oh, das ist jetzt natürlich etwas ungünstig. Da stehen sich jetzt die Straßen gegenseitig im Weg. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt hier bauen dann. Oh Gott. Oh, vor allem habe ich es in die falsche Richtung gebaut. Kann ich hier schon raufgehen? Oh nee. Okay, das ist leichter Platzmangel. Leicht. Und vor allem in die falsche Richtung schon wieder. Zack. Gerade Straße, würde das reichen? Ja, das würde gehen. So, dann muss ich jetzt das Ganze wieder umkehren. Und jetzt probieren wir es nochmal mit der hier. Oh Gott. Was habe ich hier gemacht? Marki, welch Wahnsinn überkam dich, diese Straßen zu bauen. Und ich sprach, ich wusste es auch nicht. Ich glaube, ich war verrückt, genau. Oh. Klappt so? Nö. Oh, klappt es so? Nein. Oh. Nimm mal nicht, sprach er. Kann ich da unten drunter gehen? Nein. Was habe ich getan? Ich reiße die Straße nochmal ab. Warum ist denn jetzt hier schon wieder Richtungswechsel? Moment. Die sollen hier drauf fahren. Die. Leute, was habe ich hier für einen Mist gebaut? Habe ich jetzt ernsthaft die Seiten verwechselt? Ich habe. Oh. Das geht's doch einfach nicht, oder? Das geht's doch einfach nicht. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich habe von vornherein die Seiten verwechselt. Ich hätte. Oh.
Das sind schon wieder so selbstgemachte Probleme einfach, wenn man nicht aufpasst. Okay. Und da Ausfahrt. Da ist die Einfahrt. Genau. So, jetzt ist das nämlich eigentlich auch so wieder gut. Nur das passt hier nicht zusammen. Genau. Das hier muss hier drin. Nein. Doch. Nein. Moment. Was machen wir denn jetzt mit der Straße hier? Und mit der hier? Was zum Henker? Okay, die kommen hier drauf. Die kamen ja von da. Genau. Okay, die Straße reißen wir komplett ab. Heieieiei. Und die hier kommt von. Die kommt von oben. Die muss ja dann hier hingehen. Oh. Beziehungsweise. Ja, doch, die. Uah. Die geht hier auf die Abfahrt. Und das hier ist ja eine. Das hier ist die Abfahrt. Das hier ist die Einfahrt. Genau, und die müssen wir jetzt auch auf die Einfahrt hier noch legen. Auf die hier. Da müssen wir nur irgendwie hinkommen. Zack und zack. So, jetzt. Nein! Nein, 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 nein. Ich wollte es unten drunter haben. Nicht so. Nicht so, mein Freund. So geht das aber nicht. Oder ich baue es halt richtig krass drüber. Moment, ich muss ja eigentlich die Straße gar nicht mehr drüber bauen. Das muss ja gar keine Brücke mehr sein. Oh, oder ich baue das hier zu einer Brücke, zu einer Nichtbrücke. Oder ich labber einfach einen Unsinn und mach irgendwas. So kam mir das zumindest gerade vor, was ich hier für eine Aktion abgezogen habe. Ey, Moment mal. Ja, okay. Ihr seht schon, ich bin gerade etwas durch den Wind. Das hier ist die Einfahrt. Das ist die Einfahrt, das ist die Einfahrt, das ist die Einfahrt. Genau. Ach, ich habe hier einfach nur die Seite versehentlich in die falsche Richtung gezogen. Okay, passt. Oh Gott, ich habe gerade wieder so den Schock bekommen, dass ich irgendwas total falsch gebaut habe. Ups. So. Okay, anders wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. So, ich ziehe jetzt das hier einfach durch. Ja, genau. Hauptsache, das funktioniert. Wieso funktioniert denn das jetzt hier nicht? Hä, warum will. Was? Entfernung zu gering? Hä, aber wo ist jetzt. Okay, wieso funktioniert das nicht? Jetzt hat. Komisch. Sehr schräg. So. Und von der Seite muss ich jetzt von der Seite kommen. Genau. Das darf ich jetzt nicht wieder falsch machen. So, und bitte funktioniert endlich. Nein, tut's nicht. Meine Güte. Okay. Okay. Das schaut gerade irgendwie verrückt aus. Muss mal das andere Tool benutzen. Kann ich dann runtergehen? Nein. Weiter kann ich nicht. So. Okay. Und ich überziehe schon wieder so hart. Okay, ich lasse mal weiterlaufen. Ich will es einfach nur jetzt sehen. Ich will einfach nur sehen, dass das jetzt funktioniert. Bitte funktioniere, Dingsbums. Was ich auch immer hier gebracht habe. Oh mein Gott, es funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Es funktioniert. I. Sehr schön. Sehr schön, das funktioniert. Ich glaube es ja kaum. Was heißt, ich glaube es ja kaum. Ich habe jetzt auch lang genug rumgetändelt hier. So, Freunde, aber dann würde ich sagen, machen wir heuer Schluss. Dann können wir ab der nächsten Folge endlich mal wieder weitermachen mit unserem Strand. Denn wir haben schon wieder Nachfrage nach Wohngebieten und wir brauchen unbedingt neue Arbeitskräfte, glaube ich. Obwohl es hat sich inzwischen ein bisschen gebessert, aber wir brauchen trotzdem mehr Arbeitskräfte. Das machen wir aber, wie schon gesagt, in der nächsten Folge. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle und nein. 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 Das machen wir jetzt auch noch.
Da kann ich jetzt einfach nicht weggucken. Und ihr denke ich mal, ihr auch nicht. Jetzt, wo ihr das gesehen habt. Oh, okay, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.